Der Frühling steht vor der Tür und der ein oder andere macht sich sicherlich schon so seine Gedanken, wie er den lästigen Winterspeck wieder los wird. Bei den meisten handelt es sich da um 1-2 Kilos, reine Eitelkeit also. Aber es gibt viele Menschen, die tragen nicht nur 1-2 Winterkilos mit sich herum, sondern seit Jahren schon 30, 40, 50 Kilo zu viel. Eine von ihnen ist Michaela Schmitz. Sie hat im Adipositas-Programm der Vita Classica schon 30 Kilo abgenommen und es soll noch mehr werden. Leicht fällt es Michaela Schmitz nicht, sich vor der Kamera zu zeigen, aber die 44-Jährige will anderen Mut machen. Noch vor einem halben Jahr wog die Schulsekretärin aus Müllheim 160 Kilogramm. In den vergangenen Jahren hat die dreifache Mutter etliche Abnehmversuche unternommen, immer wieder ohne Erfolg. Ich glaube, das sind die Erfahrungen aller zu dicken Leute, dieses Auf und Ab, dieses Jojo-Prinzip. Man nimmt 5 Kilo ab, man nimmt 8 Kilo zu. Und dass ich abnehmen musste oder wollte, das war eigentlich natürlich klar. Die Zahlen auf der Waage waren sehr eindeutig, aber irgendwie musste auch der richtige Zeitpunkt kommen. Die schwere Krankheit ihrer jüngsten Tochter hat Michaela Schmitz dazu gebracht, sich auch um die eigene Gesundheit zu kümmern. Aber als schwer übergewichtige Frau war es nicht einfach, die richtige Sportart zu finden. Über eine Bekannte ist sie vor einem halben Jahr im Aquacycling-Kurs der Vita Classica in Bad Krozingen gelandet. Anfangs hieß es, ich soll dreimal die Woche kommen. Da habe ich gesagt, das schaffe ich nie, mit meinem normalen anderen Alltag noch. Aber mittlerweile bin ich 4-mal die Woche hier, 2 Stunden. Einfach immer eine Stunde vor, bevor der Kurs anfängt, weil es einfach riesig Spaß macht und was bringt. 30 Kilo hat es schon gebracht. 55 weitere sollen folgen. Aquacycling, Fahrradfahren im Wasser, ist vor allem in Italien weit verbreitet. Trainerin Monja Ludin hat sich lange mit dem Aquacycling beschäftigt und weiß, warum diese Sportart gerade für übergewichtige Menschen so geeignet ist. Speziell Aquacycling ist ein gelenkschonendes Ganzkörpertraining. Die Durchblutung wird im Wasser gefördert, das Herz-Kreislauf-System wird angeregt. Man kann also im Wasser Übungen durchführen, die an Land nicht mehr möglich sind. Und speziell im warmen Thermalwasser, wir trainieren ja bei 32 Grad, setzt nach dem Training kein Hungergefühl ein. Nicht so sehr wie eben, wenn man im kalten Wasser trainiert. Nicht jeder im Kurs ist übergewichtig. Die Aquacycling-Kurse sind für jedermann. Manche sind schon seit vielen Jahren dabei. Für schwer übergewichtige Menschen wie Michaela Schmitz ist der Kurs Teil eines ganzen Adipositas-Programms. Denn zum Abnehmen gehört nicht nur allein das Radeln im Wasser. Alte Gewohnheiten müssen aufgegeben werden. Wir betreuen den Adipositas-Patienten speziell. Also wir machen Ernährungsberatung, wir machen Einzeltraining, Aquacycling. Wir machen Muskelkrafttest, damit wir sehen, welche Muskeln einseitig oder zu schwach also ausgebildet sind. Und ja, also es ist eine spezielle Betreuung. Also wir richten uns ganz nach dem Patienten, wie viel er abnehmen möchte, was für ein Ziel er hat. Genau danach richten wir uns. Michaela Schmitz ist auf dem besten Weg in ein ganz neues Leben. Dieses Gefühl der Erleichterung hatte sie schon seit Jahren nicht mehr. Bei dem Ausgangsgewicht, das ich hatte, wäre ein anderer Sport gar nicht möglich gewesen. Ich bin im Wasser super leicht, meine Gelenke tragen mich. Ein Sport an Land wäre nicht möglich gewesen. Also Radfahren an Land war zu dem Zeitpunkt im September nicht möglich oder Badminton, was ich sonst gern gemacht hätte. Das konnte ich einfach nicht, weil ich einfach zu schwer war. Ein kurzer Spaziergang hat mich völlig außer Atem gebracht. Und das Aquacyclen ist ja einfach unter Wasser, es ist leicht, es ist trotzdem super anstrengend. Ich habe noch nicht einen einzigen Tag Muskelkater gehabt, weil man im warmen Wasser ist und ist einfach für mich genau die richtige Sportart. Die ersten 30 Kilo gingen schnell runter. Sie weiß, dass es nicht so bleiben wird. Aquacycling ist keine Zauberei, sondern mit viel Arbeit verbunden. Wer dauerhaft abnehmen will, muss alte Gewohnheiten über Bord werfen. Michaela Schmitz erobert sich langsam ihr Selbstbewusstsein zurück. Ich bekomme von vielen Leuten sehr, sehr positives Feedback. Ich sehe mich selber im Spiegel, finde es viel schöner als vorher. Das Leben ist im Ganzen leichter geworden. Also ich komme wieder besser die Treppen rauf und runter. Ich kann mich in einen Café setzen, muss vorher nicht gucken, wie breit sind die Stühle da, sondern kann gucken, was auf der Speisekarte steht, wenn ich da reingehen möchte. Ich bin viel beweglicher. Mein Mann sagt, ich bewege mich ganz anders, viel sportlicher als früher. Eben ja, einfach sehr erleichtert, im wahrsten Sinne des Wortes. 3 Jahre Zeit hat sich Michaela Schmitz für das Adipositas-Programm genommen. Der Anfang in ein leichteres Leben ist gemacht.